Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man ganz leicht eine Besprechung anlegen kann für Leute, die nicht in unserer Schule sind. Ich gehe auf Kalender, klicke auf einen Termin, ich nehme zum Beispiel jetzt hier Freitag und schon öffnet sich der Besprechungsassistent. Ich gebe hier ein Elternabend 3C Klasse. Was ich nur tun muss, ist einen erforderlichen Teilnehmer hinzufügen, damit ein Link generiert werden kann. Hier wähle ich mich selber. Ich gebe meine Adresse ein, c.zoller-ms-inzi.at. Und er sagt, keine Ergebnisse gefunden. Kein Problem. Ich klicke hier einfach hier auf das graue Feld und er findet mich natürlich schon. Könnt ihr hier noch Details zu dieser neuen Besprechung eingeben, die Einladung, die Tagesordnung, was auch immer, und ich gehe auf Senden. Und man sieht, es ist hier schon angelegt. Die Zeit hätte ich natürlich auch noch können eingeben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, damit es schneller geht. Das kann man ja hier noch schnell machen. Und wie Sie jetzt sehen, hier hat sich ein Link generiert. Und wenn ich mit Rechtsklick hier auf diesen Link klicke, kann ich die Adresse des Links kopieren. Und diese Adresse ist natürlich etwas lang. Ich klicke sie zu Demo-Zwecken hier mal rein mit Steuerung V und man sieht, es ist eine sehr lange Adresse. Wenn ich diesen Link jetzt mit Mail weiter senden würde, wäre es ja kein Problem. Aber wenn ich sie auf einen Zettel schreibe, natürlich schon. Deswegen kürze ich diese Adresse. Ich verwende hierzu bit.do, gebe hier diesen langen Link ein und hier kann ich mir jetzt eine kurze Adresse aussuchen. Ich gebe hier einfach noch das e-abend dazu. Vorne sehen Sie schon http bit.do und dann e-abend, drücke auf shorten und schon ist ein neuer Link generiert. Diesen Link kann ich jetzt ganz gemütlich auf einen Einladungszettel kopieren und ihnen den Eltern mitgeben. Sogar ein QR-Code wurde generiert. Die Eltern können nun auf diesen Link gehen und sie können, ohne dass sie MS Teams auf ihrem Computer installiert haben, an dieser Besprechung teilnehmen.